Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber, ey, jeden Samstag Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Gepaart mit dem Format der Channel News. Mal schauen, ob ich heute ein bisschen überlegter meine Worte wähle. Weil ich glaube, in den letzten oder vorletzten Channel News war es so, da habe ich teilweise richtig blöden Mist gelabert. Und es passiert mir in letzter Zeit immer häufiger in den Videos. Immer häufiger merke ich in den Kommentaren, dass ich irgendeinen Mist im Video gelabert habe, weil dann immer wieder irgendwelche Kommentare mich zitieren und dann immer dran steht, Hübi, du laberst so einen Scheiß. Oder dieses typische irgendein Zitat von mir und dann Hübi 2017 dahinter. Mal gucken, ob ich das wieder besser hinbekomme, aber es ist natürlich euer gutes Recht, wenn ich Müll laber, auch diesen Müll in die Kommentare zu schreiben. Das damit muss ich klarkommen und wieder lernen, mich wohlüberlegter auszudrücken. Wahrscheinlich genau in dem Video, wo ich jetzt drüber spreche, haue ich wieder ein paar Phrasen raus, die einfach nur lächerlich sind. Nein, Spaß beiseite, kommen wir zu den Themen. Es ist eine sehr interessante Woche für mich vorbeigegangen, eine sehr volle Woche vor allem, gepaart mit privaten, aber auch nicht privaten Terminen, also ich sag mal geschäftlichen oder einfach Verpflichtungen, denen man nachkommen muss, also geschäftlichen Terminen. Ich denke, das erste große Ding, was die Woche anstand, war einfach am Dienstag das Presseevent. Dazu gab es aber ja auch schon einen Vlog und ich habe auch schon ein bisschen meine Meinung zur Switch kundgetan. Das Video, wo ich auf eure Fragen eingehe, die ihr unter die letzte Channel News geschrieben habt, das wird die Woche kommen. Keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. Und ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich nächste Woche wieder einen Vlog drehen, weil nächste Woche bin ich in der Berufsschule. Also ich habe nicht Arbeit, sondern habe jetzt wieder eine Woche Berufsschule. Ich habe dann einen Bloglaufplan. Mal gucken, ob ich meine Cam da mitnehme. I don't know. Aber ich habe auch relativ viele Freistunden. Das heißt, ich würde auch Zeit finden, über Stuff zu reden. Mal schauen, wie ich das Ganze anstelle. Muss ich sehen, ob ich da wieder irgendwann einen Vlog die Woche raushau. Ich wollte auch hier an der Stelle jetzt einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr die Vlogs so gut aufnehmt. Die kommen echt gut an und das motiviert mich dann natürlich an der Stelle weiterzumachen. Wie sich das Ganze ausbaut, muss ich noch schauen, ob ich weiterhin einfach bei so Tagebüchern bleibe oder ob ich da irgendwie mir überlege, da vielleicht noch ein bisschen, ja, über was anderes zu reden, was anderes zu machen. Ja, wir werden sehen. Und was genau ich damit meine, das möchte ich euch jetzt kurz erläutern, denn ich habe vor eine, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich habe vor, vielleicht eine kleine Änderung auf dem Kanal zu machen. Kein so radikaler Umschwung wie im letzten Sommer. Calm down, please. Nein, der Gedanke, der mir kam, war, aktuell laufen ja immer drei Projekte. Drei Let's Play Projekte. Und Let's Play Projekte leben ja natürlich dadurch, dass regelmäßig Parts kommen, dass man schön die Story verfolgen kann oder das Gameplay verfolgen kann, was auch immer, je nachdem, was das Spiel hergibt. Und ich merke bei mir gerade, vor allem jetzt in so einer Woche wie letzte Woche, wo ich einfach nicht so viel Zeit habe, schlicht und ergreifend, ist es sehr schwer, jeden Tag zwei Videos zu bringen und auch immer sehr schwer, sich aufzuraffen, immer wieder ein anderes Spiel zu starten, dass man immer wieder schön die Abwechslung hat. Und ich finde einfach dadurch, dass ich dann auch, sobald ein bisschen mehr los ist, wirklich in den Verzug komme, drei Projekte gleichzeitig am Laufen zu haben, dachte ich mir, es wäre fast besser, wenn ich in Zukunft auf zwei Projekte zurückfahre. Also dass einfach immer, dass ich immer zwei Let's Play Projekte am Laufen habe, wo dann auch wirklich regelmäßig von beiden Projekten, wenn es mir zeitlich möglich ist, jeden Tag ein Video kommt. Und wenn es mir nicht möglich ist, ist es auch nicht so schlimm, wenn mein Tag Pause ist. Weil ein Tag Pause ist für ein Let's Play Projekt nicht so schlimm. Aber wenn ich drei Projekte am Laufen habe und ich einfach mal nicht so viel Zeit zum Aufnehmen habe, dann kommt es eben dazu, dass zu einem Let's Play Projekt einfach mal fünf Tage kein Video kommt. Zum Beispiel Splatoon ist da so ein Fall. Da hatte ich teilweise echt große Pausen drin. Und das möchte ich verhindern, weil dadurch zum einen mega der, ich sag mal, ja, der Zuschaufluss leidet. Also man vergisst einfach schon wieder, was war in der letzten Folge los. Und auch für mich als Let's Player ist es schwierig, sich wirklich andauernd immer wieder aufzuraffen, eine Folge von dem Spiel aufzunehmen. Weil oftmals startet man Let's Play-Projekte, weil man an dem Tag, wo man den ersten Part aufnimmt, Lust auf das Spiel hat. Jetzt streckt sich so ein Projekt aber, wenn man es nicht regelmäßig bringen kann, über mehrere Wochen oder Monate sogar. Und die Lust, die man vielleicht hatte, als man das Projekt gestartet hat, verfliegt vielleicht ein bisschen über die Wochen. Und ja,
dadurch leidet dann auch am Ende so ein bisschen die Qualität, weil dann einfach nicht mehr so die Euphorie für das Game da ist, wie zu dem Tag, als man das Projekt gestartet hat. Weshalb es eigentlich als Let's Player immer sehr ratsam ist, Let's Play-Projekte, ich sag mal grob, innerhalb von 2 bis 3 Wochen aufgenommen zu haben, weil dann die Anfangseuphorie da ist und so weiter. Obwohl 2 bis 3 Wochen jetzt vielleicht auch ein bisschen optimistisch ist, wenn man täglich einen Part bringt und das 21 reicht. Aber ich sag mal 1 Monat. Also als Let's Player ist es sehr angenehm, Projekte schnell aufgenommen zu haben, wenn man dann im Spielfluss drin ist, man weiß immer noch, was im letzten Part passiert ist und so weiter. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Und noch eine Sache, die dazu kommt, ist, es ist zum Aufnehmen angenehmer. Also ich persönlich für meinen Teil nehme viel leichter 5 Parts des gleichen Projekts an einem Tag auf, als jetzt jeweils 2 Parts von 3 verschiedenen Projekten. Weil angenommen, ich sage einfach, ich habe jetzt mega Bock auf Zelda, dann sage ich, okay, komm, nehme ich einfach mal 5, 6 Parts auf. Ich habe richtig Lust, bin richtig euphorisch und all die 6 Parts sind total sehenswert. Aber wenn ich merke, okay, ich habe zwar voll Bock auf Zelda, aber ich darf jetzt Splatoon und 3D-Land auch nicht vernachlässigen, dann nehme ich zum Beispiel 2 Parts Zelda auf und entweder habe ich dann gar keine Lust mehr auf 3D-Land und nehme dann gar nichts mehr auf und Splatoon. Oder ich will jetzt nicht sagen zwingen, aber ich nötige mich ein bisschen dazu, die anderen Spiele auch aufzunehmen. Da ist aber dann einfach das Gameplay nicht so von der Qualität, wie ich es gerne hätte. Weshalb für mich persönlich, glaube ich, 2 Let's Play Projekte gleichzeitig besser wären. Und wenn jetzt Leute dann von euch sagen, hey, aber irgendwie fehlt doch da ein bisschen was, einfach jeden Tag dasselbe Projekt zu bringen. Natürlich wird auch mal ein Tag Pause kommen, aber dadurch möchte ich mir sozusagen, ich sag mal, ein bisschen mehr Zeit verschaffen, auch andere kreative Dinge auszuleben. Sei es jetzt, wie gesagt, so ein Vlog. Weil aktuell ist es so, ich brauche meine 2 Let's Play Parts am Tag, damit die Projekte irgendwie vorankommen. Und wenn ich dann noch so ein Vlog machen will, wäre das mein 3. Video am Tag. Und teilweise, ich finde 3 Videos am Tag schon immer sehr grenzwertig. Vor allem, wenn jetzt nicht Ferien sind oder so. Deshalb möchte ich, wie gesagt, durch die 2 Let's Play Projekte, die man gleichzeitig am Laufen hat, mir auch die Möglichkeit lassen, mal zu sagen, okay, an dem Tag lasse ich mal ein Projekt ausfallen. Ist ja eh nicht so schlimm, am nächsten Tag kommt es wieder. Und dafür schiebe ich ein anderes kreatives Video ein. Sei es eine Super Smash Bros. Runde gegen jemanden. Sei es ein Vlog. Sei es einfach mal ein Thema, zu dem ich mich äußern will, wo ich mich vor die Kamera setze. Oder einfach mal ein Battlefield-Gameplay in den Hintergrund packe. Versteht ihr, wie ich meine? Aber durch diese Sondervideos möchte ich nicht den Fluss der Let's Plays stoppen. Deswegen finde ich es eine gute Sache, wenn ich in Zukunft 2 Projekte am Laufen habe. Dadurch nehme ich mir ein bisschen den Druck. Ich mache mir, glaube ich, das Aufnehmen leichter. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe es ja noch nie gemacht mit nur 2 Projekten. Dadurch mache ich es mir leichter, weil ich einfach das Spiel intensiver genießen kann, weil ich es immer öfter aufnehmen kann. Ihr habt es leichter zum Zuschauen. Und ich lasse mir kreativen Spielraum für andere Videos, weil sollte mal an einem Tag das Let's Play nicht kommen, wird der Let's Play-Fluss vom Zuschauen her nicht gestört, weil einen Tag Pause zwischendrin ist voll in Ordnung. 2 geht auch noch klar. Ab 3 wird es dann halt wirklich kritisch. Und deshalb möchte ich denke, Splatoon wird jetzt dann das erste Projekt sein, was es bald zu Ende ist, für Splatoon erstmal kein Nachfolgeprojekt starten, rein Let's Play-mäßig, sondern erst dann für entweder Zelda oder 3D-Land, ich weiß nicht, welches Game als erstes zu Ende ist, erst dann, wenn eines der beiden Projekte ist, wieder ein Projekt starten, dann 2 Let's Play-Projekte am Laufen haben, die, wie gesagt, mit mehr Parts, also mit versuchen davon jeden Tag ein Part zu bringen, damit die Leute einfach besser in dem Fluss drin sind und mir mehr Freiraum für andere Videos schaffen. Zum Beispiel war ich vorgestern Abend noch mit meinem Mannschaftskollegen nach einem gewonnenen Handballspiel, nur so als Info, wir hatten ein Handballspiel und haben gewonnen. Ich habe auch wieder spielen können, war sehr cool. Auf jeden Fall waren wir essen und da, ja, haben wir auch ein bisschen über meinen YouTube-Kanal geredet, weil die das teilweise ganz cool finden, was ich da so mache. Und da hat dann auch jemand gesagt, hey, mach doch mal die und die Art von Videos. Ich möchte es jetzt noch gar nicht teasern. Und normalerweise, wenn irgendwie jemand, der nichts mit YouTube am Hut hat, dir sagt, ja, mach doch mal die und die Videos, dann ist das meistens einfach nur irgendein Bullshit. Und du denkst so, ja, komm, halt deine Schnauze. Ich weiß schon, wie ich meinen YouTube-Kanal zu leiten habe. Aber ich muss sagen, da waren wirklich ein paar kreative Ideen dabei. Die hat er gesagt, mach doch mal das. Und ich dachte mir so, hey, die Idee ist gar nicht so blöd. Das ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Und genau für solche Sondervideos möchte ich mir durch 2 Let's Play Projekte und nicht 3 da diesen kreativen Spielraum eben schnappen. Also nach Splatoon wird erstmal kein Projekt kommen. Erst wenn dann Zelda oder 3D-Land vorbei sind, werde ich wieder ein neues LP starten. Aber keine Sorge, ich möchte trotzdem bei meinen 2 Videos am Tag bleiben und sozusagen einfach mal
dafür sorgen, dass wenn mal ein Let's Play einen Tag Pause hat, weil ich nicht zum Aufnehmen kam, dass nicht der Zuschauerfluss leidet. So, ich glaube, ich habe es jetzt lang genug ausformuliert. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Wenn ihr es nicht wisst, dann lasst euch einfach überraschen, wie ich meinen Kanal in Zukunft führe. ich tue mir da immer so schwer, weil ich immer Angst habe, dass irgendjemand das nicht versteht. Und ich möchte einfach, dass die meisten von euch das verstehen. Aber ich denke, der Sinn des Ganzen ist jetzt rübergekommen. Übrigens, falls ihr noch irgendwie Eindrücke vom Nintendo Switch Event haben wollt oder meine Meinung dazu hören wollt, wie gesagt, Fragen kommen. Das Fragevideo kommt noch und ein Vlog dazu schon online, den ihr euch angucken könnt. Sehr lustig. Dann wollte ich mich noch kurz bedanken für den Sonntagabend-Stream, den wir gestern hatten. David war ja mit dabei, also Tomageddon. Und wir haben da so grob 2,5 Stunden gestreamt. Das ist ja jetzt schon das dritte Mal in Folge, dass ich schaffe, Sonntagabend zu streamen, was ich eine sehr tolle Sache finde. Und es scheint sich langsam so ein bisschen zu etablieren, dass wirklich Sonntagabend gestreamt wird. Und das freut mich sehr. Aber an der Stelle muss ich direkt schon mal sagen, nächsten Sonntag, also in 6 Tagen, das ist dann der, lasst mich kurz spicken, 29. Januar. An dem Sonntag kann ich leider nicht streamen, weil wir um 18 Uhr, glaube ich, auswärts ein Spiel haben an dem Sonntag. Ich werde vermutlich dafür am Freitag oder Samstag streamen. Also haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Diese Woche wird noch ein Stream kommen, aber nicht Sonntagabend, weil wir da beim Handball sind. Ich weiß nicht, ob wir Freitag oder Samstag noch irgendwie feiern gehen oder mit meinen Jungs was ist. Aber ich werde versuchen, auf jeden Fall noch von Freitag bis Sonntag noch einen Stream zu machen. Aber haltet einfach mal die Augen und Ohren offen, wann. Ich werde da immer so eine Livestream-Ankündigung auf YouTube machen, wo ich dann auf meinen Twitch-Kanal verweise. Aber diesen Sonntag ist es leider nicht möglich. Aber trotzdem finde ich einfach cool, dass wir jetzt es einfach geschafft haben, so einen Stream pro Woche zu etablieren, wo ich einfach mit irgendwem oder alleine irgendein Game zocke und da einfach eine super Stimmung herrscht. Tolle Sache, freut mich sehr. Zum Charity-Stream noch. Da bin ich euch ja auch noch ein Video schuldig, wo ich, ich sag mal, den ganzen Spendenbetrag zusammenrechne. Ich sag, wie viel geht steuermäßig weg, wie viel kommt noch durch die Hübi-Shop Hutverkäufe rein und so weiter. Es kamen auch noch ein, zwei Spenden nach dem Stream rein, die ich dann auch noch dazu rechne. Aber die Hüte, die ich zum Besticken gegeben habe, sind jetzt schon 2 Wochen in der Stickfirma. Und ich habe langsam das Gefühl, dass es da irgendein Kommunikationsproblem gibt. Dass ich irgendwie keine Mail bekommen habe, als die fertiggestellt wurden. Oder dass die Hüte irgendwo untergegangen sind. Also an alle, die bestellt haben, es tut mir mega leid. Ich werde da morgen, also für euch heute am Montag nach der Berufsschule, mal eine E-Mail hinschreiben. Einfach fragen, wie sieht's aus? Haben sie die vergessen oder sind die schon fertig? Bloß sie haben vergessen, mich zu benachrichtigen. Ich werde mich da mal drum kümmern, aber 2 Wochen ist jetzt schon eine verdächtig lange Zeit. Und an alle, die bestellt haben, tut mir leid, keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. Und wenn die Hüte dann verschickt sind, dann werde ich mich auch instant an die Abrechnung setzen und euch dann sagen, welchen Betrag ich jetzt final an das Kinderheim in Tibet überweisen kann. Das Ganze natürlich auch mit Video, dass ihr seht, dass ich das Geld nicht in die eigene Tasche stecke, sondern dass ich das wirklich überweise. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. Also weder das Video über die Switch-Fragen, noch das Video über den letztendlichen zusammengekommenen Spendenbetrag. Beide Videos kommen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Wie gesagt, das Fragevideo zur Switch werde ich irgendwann nächste Woche aufnehmen. Ja. So, gibt's sonst noch irgendwas? Lasst mich nachdenken. Ja, die letzte Woche, wie gesagt, war ich 2 Tage mit meinem Ausbilder zusammen beim Kunden. Dann war ich am Sonntag noch pfeifen, am Samstag hatte ich Abendspiel. Also die Woche war sehr vollgepackt für mich, weshalb eben auch merklich am Mittwoch kam gar kein Video. Donnerstag und weiß ich, Freitag nicht, nee. Donnerstag und Sonntag kam jeweils nur ein Video, dafür Sonntag halt noch der Stream. Aber das sollte jetzt, wie gesagt, alles langsam wieder in geregelten Bahnen laufen. Sobald Splatoon fertig ist, fällt es mir auch dann deutlich leichter, die anderen Projekte aufzunehmen, USW. Aber keine Sorge, ich werde weiterhin versuchen, die 2 Videos am Tag anzupeilen, aber ich nehme jetzt auch einfach das Recht raus und das habt ihr mir auch immer geschrieben, dass ich damit kein Problem habe. Einfach, wenn es zeitlich nicht klappt, ein Video oder hoffentlich nicht, aber ab und zu muss es sein, auch kein Video zu bringen, wenn es mir einfach nicht möglich ist. Aber schreibt ihr mir auch immer wieder, Hübi, wenn du da Stress hast, nimm dir die Zeit und das werde ich jetzt auch machen. Ich muss es einfach angewöhnen, dass es nicht so schlimm ist, wenn mal kein Video kommt. Und ich glaube, das war es auch schon wieder. Mir fällt jetzt aktuell kein Thema mehr ein, worüber ich reden kann, weil ich, glaube ich, alles angesprochen habe. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Eure Kommentare zu den Dingen, die ich gesagt habe, lese ich sehr gerne durch. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi. Ciao.